Erntedankgottesdienst wird heute ohne diese bekannte Melodie gefeiert werden. Wir pflügen und wir streuen. Mit vollen Posaunen und Orgelklängen lässt sich jedes Jahr wieder gut einstimmen in das alte Lied. Matthias Claudius, der auch »Der Mond ist aufgegangen« gedichtet hat, hat es ursprünglich als Bauernlied aufgeschrieben. Man kann sich die Feldarbeiter beim Singen sehr gut vorstellen, wie sie im Frühling säen und dann abwarten, ob Sonne und Regen zur rechten Zeit den Samen zum Wachsen bringen. Ob es eine gute Ernte war, zähle ich heute in Mus- und Marmeladengläsern und Apfelkisten. Sind es mehr als letztes Jahr? Weniger? Dieses Jahr war kein schlechtes Erntejahr. Meine Obstkisten sind voll. Genug Marmelade für uns selbst und zum Verschenken reicht es auch noch. Auch wenn ich das Obst aus dem Pfarrgarten mehr ausschneiden musste als in den Jahren davor. Lag es am milden Winter? Am trockenen Sommer? Ich kann das Jahr über nur warten und zuschauen, ob was wächst oder nicht, ob der Frost noch einmal kommt oder die Blüten Früchte ausbilden dürfen. Das hängt nicht an mir. Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein. Er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Das Wichtigste steckt hier in der zweiten Strophe. Von Gott kommt alles her. Ich kann mit Ernten und Einkochen nur meinen Teil dazu tun. Ich bin keine Landwirtin, aber trotzdem bin ich froh um das heutige Fest. Am Erntedankfest schaue ich nicht nur in meinen Garten, sondern auch auf meinen Schreibtisch. Die Baustellen in unserer Kirchengemeinde, so manches Erledigtes, aber auch Unerledigtes in diesem Jahr. Da sind gute Ideen, die wie Saatkörner aufgegangen und gewachsen sind. Viel Energie und Zeit hat das gekostet. Zeit, von der nicht klar war, ob sie sich lohnt. Egal, wie sehr ich mich angestrengt habe. Aber meine Hoffnung, das, was wächst, habe ich mir behalten. Thank you.
Erntedankfest verbinde ich viele gute Kindheitserinnerungen. Auf Omas Acker die Kartoffeln auflesen, an der Obstpresse ein erstes Glas frischen Apfelsaft trinken. Ich erinnere mich, wie wir schon im Kindergarten das verschiedene Obst und Gemüse am Altar entdeckt haben und später als Präparanten am Samstag davor mit Bollerwagen und Schubkarren durchs Dorf gezogen sind, um Erntegaben zu sammeln. Nichts davon ist selbstverständlich, habe ich als Kind gelernt und verstehe es erst jetzt als Erwachsene. Dass es jedes Jahr eine Ernte gibt, dass aufgeht, was ich plane und erarbeite und dass ich sogar im Rückblick auf manche schwere Zeit Gutes entdecken kann, das ist ein Geschenk von Gott selbst. Es wird mir geschenkt jeden Tag und nährt selbst die Hoffnung, dass ich auch im nächsten Jahr wieder so Erntedank feiern und singen kann. Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn. Drum dankt ihm dankt, drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn. Amen.